Ja, nein, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 4 mal 17 sind Sag mal, ein Graf 68. Varuna da? Graf Varuna, der ist immer die ganze Zeit am Zählen. 68. Muss jetzt noch Ho-Ho-Ho sagen. Ho, ho, ho. Hallo Hallo. Leute! Ach so, ja, Wie er du zuerst. zugehört hat, wie er zugehört hat. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Minecraft City 2 mit dem Savtech Ages Modpack und MacPhisto2051. Mavia, hi. Xela208. Hi. Xela ist auch noch dabei. Ja, der Wir sind kommt hier mit noch nicht uns in das Labor. losgeworden, ja. Und ihr seid immer noch im Toilet. Mich bekommt ihr auch nicht los. Immer diese. Ach, wenn wir das zusammen machen, schaffen wir das schon. Immer diese Drohung. Da haben wir uns ja was angelacht. Also dann, nächstes Ziel, die Phantomgarde als Nebenboss. Da war doch mal was. Boah, das ist schon ewig her. Aber ja, sehr schön. Ihr Ihr habt könnt hier schon ein vorgehen. bisschen Ich aufgeräumt. warte hier. Würde ich auch immer so Folge machen. einfach Mavia, weil. Ach, die ganzen nervigen Trollviecher. Oh nein. Irgendwie wird die Treppe ein bisschen zu groß. Von dem Raum bleibt nichts übrig, habe ich das Gefühl. Ah ja, da gab es doch, glaube ich, irgendwie versteckte Kisten in Eckchen und hinter den Treppen ab und zu. Aua! Oh, guck Was mal. wollt ihr? Ein Bogen. Unbreaking 2 nehme ich mit. Hehehe. Ist wirklich so, der Raum ist, das ist völlig Banane, was ich hier baue. Dein Glaube Unterschied zu ich. sonst? Banane. Muss das Ich hab alles keine. wieder. Mein Schwert ist schlecht. Ich kann dem Vieh keinen Schaden machen. Muss das Sollte anders vielleicht andere bauen. Schuhe zulegen als diese Schleimschuhe. Oh, Mavi, Achtung, hinter mir. Mavia, Achtung, hinter mir. Ja, ich bin an ihm vorbeigelaufen, hab abgewischt. Wie Walgi uns sagen würde. Das kennen wir aus DBD, das bin ich gewöhnt. Leg dir einfach mal Bindung zu. Falsches Spiel. Dinge sind so schnell. Bindung. So, ich Ich packe glaube, mal die so ist Schuhe besser. ein. So, Oh, jetzt Pork Diner. stampfe ich nicht mehr so durch die Gegend. Ein unnützes Oh, sprengen mehr. Kein Springen, aber ein Sprengen. Oh. Wem habt ihr es gegeben? Wie alle drauf gieren, als erstes hier dumme Kiste zu öffnen. Ich nicht. Yay, Unbreaking 2 als Zauberbuch. Probiere hier mal ordentlich weiterzubauen, ohne gleich Glaube, zu wenn mein Schwert sterben. kaputt ist, mache ich das auf das Schwert drauf. Also dein komisches Sternenlicht ist schon imbar. Ja, was hast du denn bitte für Ja. ein Schwert, dass du das Vieh so einfach umschlägst? Ich kann noch meine Faust benutzen. Ach, ich sollte mir endlich mal mit. Ich sollte endlich auch mal mit Tinkers anfangen. Au! Jetzt hast. Amboss könntet ihr mitnehmen. Idee. Dann müssten wir eigentlich so einen lustigen Schwere-Buff haben oder sowas. Überlege mal, trägt man echt den Amboss mit? Wie früher diese Bedrock-Blöcke. Wen erschlägst du mit dem Amboss? Den Boss. Hö, witzig. Oh, dieses blöde Käfervieh nervt. Aber lass den Hugo in Ruhe, gell? Warum kriegt das denn gar keinen Schaden mehr? Wer ist denn Hugo? Boss. Oh Gott, die Witze werden immer schlechter. Du hast damit Kriegt den angefangen. Slime Beetle nicht mal mehr mit dem Schwert. Ach, das Schwert ist kaputt. Da, 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 da. Da, 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 Kein Wunder, dass ich da. keinen Schaden mache. Ah, du bist noch da hinten. So, ich glaube, Kann ich das jetzt Unbreaking Buch nicht so draufzaubern, wann muss ich an einem Amboss machen? haben wir dann annähernd genug Platz hier drin. Wenn wir, kannst du mir den Amboss nochmal hinstellen? Ja, Moment. Was zahlst du? 90.000 und Und ihr ihr Schiff. Schiff. Wäre das nichts. So, dann probieren wir es doch mal. Schwert plus Buch.
Oh, ich habe Looting auf dem Schwert. Schön. Und Looting 2 und Unbreaking 2. Perfekt, passt doch. Beschwer dich nicht. Mach ich doch nicht. Ich habe doch gesagt, perfekt und passt doch. Super geil. Nein, ich Zombie. Kann... Komm runter. Blaue Wolle, ich dachte, es wäre ein Lapis Lazuli Block. Der wäre mir lieber gewesen. Ah, Hilfe. Hallo. Hau doch zu, Mann. Hier geht's noch weiter runter. Hier sind wir die kleinen blauen Viecher. Ah, jetzt mache ich auch Schaden. Sehr schön. Oh, jetzt habe ich ein bisschen... Diese kleinen blauen Viecher. Ein bisschen... Ups. Hier auch zu. Kommst du, Fisto, oder willst du alleine los? Ich habe euch verloren. Wo seid ihr denn? Hey, wir sind immer noch hier oben. Wir sind immer noch im Labyrinth. Running Gag in jeder Folge. Ich habe euch verloren. Unten ist nicht das Maß der Dinge hier. Wieso? Sind die bitte im Keller? Irgendwas ist gerade kaputt gegangen. Ja, ich habe gehört, aber... War ich nicht, hab noch meine Rüstung. Nicht meine Rüstung. Vielleicht ist bei dem Gegner etwas kaputt gegangen. Villager Zombie. Ah. Huch, dunkel. Warte mal, eigentlich muss ich ja hier dann auch so ein Holzding reinsetzen. Also dieser Sternenlichteimer ist schon echt. Ach, guck mal da. So. Super Cheaty. Ich hab einen Spawner gefunden. Oh. Oben auf. Autsch! Hier oben geht's ab. Ich folge einfach mehr, wie er hier durch die Gegend läuft und passt in den Lavasee plumpst. Ey! Ich hab dich nicht geschlagen. Ich hab auch nicht versucht, dich zu schubsen. Nee, nee, das, du bist in meinen Dings reingerannt. So, warten kurz. Haben wir. Redstone, ich sehe Redstone. Und um den Lavasee drumherum? Nein, oder? Ich würde mal behaupten, da buddeln wir uns jetzt einfach. Ach, buddeln. Bauen wir uns jetzt hier einfach einen kleinen. Ich weiß nicht, wo das Problem bei dir liegt. Ich bin schon rum. Aber ganz normaler Brick, den man abbauen kann. Underbrick ist das. Ah, der ist halt braun statt. Voll! Okay, wir bauen uns eine Treppe nach unten. Wenn du noch mehr Underbricks möchtest, ich habe noch ein paar. Hier gibt's, glaube ich, genug. Oh, Entschuldigung. Lava Diving! So. Alles Gute kommt von oben. Mossy Underbrick. Wenn ich hier. Was passiert, wenn ich das. Wenn ich das Zeug hier über die Lava schütte? Mach doch mal! Nein, Creeper! Oder? Nichts. Das ist Licht. Passiert nichts. Einmal Licht, ich muss in einmal Blut auskippen. Blut! Das war eine. Uhr. Falle. Yep. Schmeißt Mist weg. Amor Shard. Kocht es Amor Shard sind gut. Fleisch. Hast du die Amor Shards weggeschmissen? Nein. Okay, gut. Braucht man die? Also davon bekommst du eine relativ gute Rüstung. Achtung, Mavia, nerviger Käfer. Plumps, ab in die Lava.
Piper, Kobold. Ah, so stark sind die Monster jetzt nicht. Nur eher nervig. Toll. Das ganze Ding, um hier rauszukommen, wo wir eh schon waren. Ja. Waren wir hier schon? Hier? Nein. Ja, Mist. Das wäre hier schon Licht. Ne, wir hatten einen Orientierungssinn wie, McQuisto hat einen Orientierungssinn wie Maismehl oder so. Ja. Was ihr auch in der Dark Project Folge seht, die jetzt heute beginnt. Heute oder heute gestern? Heute. Jetzt oder. Werden wir das aufnehmen. Hier ist ein Regenbogenbaum. Hier eine Falle. Oh, die Armor-Chest, Armor-Shards habe ich noch mit rausgeworfen. Okay. Was? Wir haben irgendwie so einen Eimer TNT gelegt. Bin schnell zur Seite gegangen und die komischen Kobolde sind alle selber geplatzt. Also die haben sich praktisch wortwörtlich selbst weggebombt. Hast du doch gut gemacht dann. Ja. Welcher war es? Der hier Braid, glaube ich. Ah ja, stimmt, man muss das hier wegklopfen, oder? Haha, Truhe. Oh, fuck, weg. Ach, immer diese Panik. Ah, guck mal, hier geht's runter. So geht's auch. Dabei, den müsste ich mal abwerfen. Moment. Fleisch. Samen. Noch mehr Samen. McQuisto ist eine Samenbank. Ja. Hallo, hier ist auch Cobblestone Walls, Stairbricks, noch mehr Cobblestone. Braucht man nicht. Regenbogen eigentlich runter abbauen. Oder nicht? Seid ihr hier hinunter? Nein. Wir sind wieder zurück. Ich sehe es, da unten ist nämlich Jubeltrubel. Heiterkeit. Jetzt baut er einen Baum ab. Ein Regenbogenbaum. Oh, tatsächlich. Ich habe gerade noch Rainbow Oak Leaves lesen können. Ein Zeppling bekommen. Gut, weiter geht's. Wo ist das nächste? Da waren wir schon. Da ist noch dunkel. Gehen wir hier lang. Bleiben wir beim rechts an die Wand? Kommt das Licht oder pappst du es in die Mitte? Ich papp das überall hin. Oh, hier waren wir auch schon, aber hier noch nicht. Hoffentlich habe ich jetzt nicht zu früh angefangen. Womit hast du zu früh angefangen? Mit der Treppe, dass sie mir gleich im Weg rumsteht. So, hier ist Sackgasse. Vielleicht müssen wir zu dem großen Raum zurück. Hier, wo Fisto vorhin runtergegangen ist, hier ist noch eine Treppe. Komm erstmal direkt, die dicken Rüstungsritter. Oh, Entschuldigung. Ein Silberfisch. Was denn? Mini breiter Gnome oder ach, so. Das ist hier, wo die Bombe hoch, wo das TNT hochgegangen ist. Er ist gerade vorwärts gebeamt. Wusch, hat's gemacht. Kohle! Oh, wenn ich mir die Stöcke mitnehmen könnte, ich mir aus den Kohle und den Stöcken Fackeln machen. Das wäre vielleicht cool. Brauchst aber auch noch Fiber, oder wie das heißt. Oh ja, verdammt. Ja, sorry, ich bin das alte Rezept gewohnt. Ja, ich auch zu oft. Warte. Ihr beide da oben seid, dann war das, was gerade bei mir war, keiner von euch. Ja. Und wieder zurück. Hier ist Sackgasse. Sackgasse. Wie gesagt, zu dem großen Raum vielleicht zurückgehen. Wenn wir zu dem Raum. Warte mal hier. Kann sogar sagen, wo wir hin müssen. Was? Oh. Wir gehen einfach irgendwo hin. Irgendwo wird es schon wieder eine Abzweigung geben, in der wir noch nicht waren. Wir gehen einfach das Loch runter, das wir eben entdeckt haben. Das war da, wo wir gerade runter. Das war der Gang, in dem wir gerade waren. Ja. Also insofern. So, warte mal, ich hatte irgendwo noch Glas deponiert. Schneid dich nicht. Warte, ich könnte die Truhe könnte ich mitnehmen. Ja.
eine Truhe, die man nicht craften muss. Ja, Truhenbrand kann ich auch wieder brauchen. Ah, warte mal, waren da nicht noch Fackeln? Ein Bogen mit Infinity. Ist das nicht, man braucht keine Pfeile? Du brauchst einen Pfeil. Einen Pfeil, ja. Ich habe keine Fackeln mehr. Okay, aber ich brauche dann keine weiteren Pfeile. Und ich verwende diesen dann auch nicht. Diese Kobolde. Ich mag diese grünen Käfer weniger, aber wir hatten in die Ecke. Vor allem, weil die immer wieder wegrennen. Das ist... Au! Das Vieh ist tot und sein Morgenstern schlägt mir doch einmal voll ins Gesicht. Kein anderes sieht mehr hier. Blauer als wir. Genau das ist das Problem, weshalb ich hier jetzt eine Lagerhalle hinbaue. Weil wir immer bis zur Schmelze rennen müssen, wenn wir irgendwelche Baustoffe brauchen. Du hast da oben Blatt gemacht und Jonas haben diese Kobolde am Schaden bekommen. Oh! Wenn zwei wackelnde Dinger im Dunkeln auf einen zukommen, beide eine Penisform haben, dann sind es Creeper. Also ich muss sagen, ihr seid ziemlich vulgär geworden. Oder FSK. FSK unfrei. Warum? Ich sag, die haben so eine Form. Ja. Kann nichts für Phallus-Symbole. Ich habe den Creeper nicht gebaut. Nee, wäre ja noch schöner. Doch, Wolle nehme ich mir mal mit. Nein, Spinner. Hier sind übrigens lauter Charm of Keeping. Ich weiß nicht, ob du die noch sammelst, Nevian. Nimm ruhig mit, schadet nichts. Ich habe halt keinen Platz mehr dafür. Wo seid ihr eigentlich? Ah, da hinten. Über dem Licht einmal nach. Das bringt mir wenig. Haben die einen Glotzblick, die Zombies? Bist du gemein? So schlafen, seit ihr weg seid. Geh dich noch. Aua! Könnt ihr auch mal so einen Bogen ausprobieren? Nein. Also wenn ihr irgendwo so einen versperrten Eingang findet, sagt Bescheid. Das ist unser Ziel. Okay. Ja, hoffentlich habt ihr das bald. Sonst habt ihr schon wieder eine Folge verplempert. Was? Ach, ja, wenn es aufs Ende zugeht, machen wir halt einfach einen kurzen Cut, bis wir es gefunden haben und dann. Soll ich mich mal mit meinem Bogen abschießen? Wir sind bei 17. Lass mich erst was essen, ich bin total verhungert. Okay, ess mal was. So, ein Treffer darfst du. Ich hoffe, dass ich das überlebe, nicht dass ich direkt tot bin. Das wäre echt ärgerlich. Oh, nur 2,5. Ich hätte den Cobblestone mitnehmen sollen. Ah ne, hier waren wir schon. Wofür dieses heiße Wetter wird irgendwann mal auf. Sag das nicht, jetzt sind wir schon abends auf und ich klebe immer noch an meinem Tisch fest. Hihihi. Die sehen ein bisschen aus wie Evox, diese grünen Gnome. Kann ich nicht zustimmen. Also bei meinem Texture Pack schon. Okay, ja gut. Gehen wir mal hier lang. Grünes Gesicht, so einen komischen Kapuzenmantel, also. Ich weiß, wo sie ihre Inspiration hergeholt haben. Das war eine Höhle. So, hier kommt einfach nur ein relatives Flachdach drauf. Sackgasse. Ups. Ach, guck mal, hier geht's noch weiter. Ja, weiter geht's hier überall. Hilft uns nicht. Toll, danke, Mavia. Er wirft irgendwelchen Rotz hin und ich sammle ihn automatisch ein, wenn ich hinterher laufe. Hier schreit die ganze Zeit was an. Eine Ratte, habe ich mir doch gedacht. Die miauen. Ach, noch eine. Ich dachte, Schnecken miauen. Aua. Nee, hier sind die Ratten, die miauen. Ja, und gleich noch ein Zombie, ist ja klar. Guten Tag. Gehst du mal schlafen, bitte. Au! Tschüss. Was ist denn das für ein komisches, kleines, grünes Ding? Oh, ich hab ihn weg. Hoppala. Ich
Ja, du Achtung, nervige Käfer. So, hier haben wir jetzt eigentlich genügend Platz für Draw. Erstmal. Was ist das denn? Ach, das ist krass. Wir haben eine Grünfläche gefunden. Hier könnte so ein Baum stehen. Hier könnte Ihr Baum stehen. Voll. Dann ich schleimschling mich. Ach, da hoch und. Hat er gerade eben nicht jemanden einen Spawner gefunden oder so? Ja, ich hatte mal einen. Der war irgendwo oben hinter dem Gitter. Ah, hier. Die Richtung vielleicht. Das war aber schon, Minuten her mit dem Spawner. Hier war es nicht. Da war auch in so einem Raum. Also. Ich weiß, in so einem großen Raum. In einem großen Raum in der oberen Etage war das. Weiß nicht wo. Aber das war. In diesem Labyrinth, ja. Vielleicht sind, ja, genau, wollte ich so, auch. So, also, wie viel brauchen wir denn? Ach, hier unten ist noch eine. 12. Ja, nein, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 4 mal 17 sind. Haben wir einen Graf Varuna da? Hm? Graf Varuna, der ist immer die ganze Zeit am Zählen. 68. Ich muss jetzt noch Ho-Ho-Ho sagen. Ho-Ho-Ho. Sehr gut. Ich habe einen neuen Gang gefunden. Also 68 Draw brauchen wir. Wir haben hier noch. Ich habe dadurch alle verloren. Jetzt man ich bin nur direkt über, unter dir bin ich. Die richtigen Kisten machen. Storage Draw. So, und ich hätte gern die einzelnen. Da ist eine Kiste und Sticks brauchen wir. Also unter mir ist nichts. 16 Kisten haben wir. Was habe ich gesagt, wie viel? 16. 68, gell? Ach, gib mir auch unsere Blässe. Ich glaube, ich habe den Raum gefunden, wo du meinst. Gut, ich habe keine Ahnung, wo ihr seid. Da vorne könnte. Das werden ganz schön viele Draw, die ich da machen muss. Wie tief ist denn so. Also, wie tief ist denn der Boden hier? Da ist ein Mephisto. Bleibt mal stehen. Warte. Aber ich komme euch entgegen. Ich hab einen Mehl gefunden. Hier in dem Gang. Hier, guck. Und der Hund hinter euch hier. Ja. Der Hund macht wieder Radau. Ich hoffe, er fängt nicht gleich an, hier groß rumzubellen. Wow. Hier waren wir auch schon mal. So, hier. Nennen wir dich aber ab sofort Varuna Wupsi oder so. Aber ich kann dich nicht hören, ich bin im Sägewerk. Und dann hier runter. Nichts. Hey. Ah, jetzt habe ich einen Hund gehört. Ah ja, da. Noch ein Amboss. Immer schön mitnehmen. Ja, das ist die Abstellung. Dann gehen wir rein. So, wie ihr seht, geht es ganz schön schnell hier. Dann kommt da gleich ein Mitglied der Postfight mit irgendwelchen Phantomen oder so irgendwas. Yep. Habe ich noch irgendwo ein einzelnes Holz? Nee. Will nicht da rein, ich habe Angst vor Geistern. Den Kampf überlasse ich euch. Ah doch, da ist noch ein einzelnes Holz. Psst. Au. Oh. Dass man muss alle töten oder? Ja. Mach mal ein bisschen Licht. Weff, klaff. Jetzt keine Zeit nach dem Hund zu schauen. Ich kämpfe gegen Geister. Wir haben auf jeden Fall schon mal 60. Das Achievement bekommen. Ja, das heißt, ich habe den Hauptgeist als erstes gemoscht, glaube ich. Ah, okay. Das heißt, ich brauche noch ganz schön viele Sticks. Ich glaube, ich habe nicht genügend. Oh, das war's. Oh, cool. Oh, doch, ich werde genügend haben. Dum 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 dum. Nightly Pick, Nightly Axe 4. Einfach mitnehmen. Phantom Blade. So. Iron Wall und Projectile Protection. Dann machen wir hier die Draw draus. Sieht zwar komisch aus, aber. Achso, das sind die fertigen, verdammt.
Oh, dann ist unser nächstes Ziel der Urgas Tower. Also ich muss sagen, der Hund... Och nein, bitte nicht, an den erinnere ich mich auch, der war... Sehr dankbar. Der in der Mitte von dem Wald hier ist, dem war ich. Voilà. Wie ihr schläft. Ja, wie habt ihr das Loch da in die Decke bekommen? Mit der Pickaxe. Oh! Keine Schleimschuhe... Hast du keine Schleimschuhe dran an? Nein. Die solltest du anziehen, wenn du das Ding benutzt. So, wir haben 68 Straw, die werde ich jetzt mal reinplatzieren in unser Lagerhaus. Ach Quatsch, wir sind so nah hier am Rand, warum buddeln wir uns hier raus? Was soll denn das? Da, hier geht's raus. Zang. Es fallen mir schon die Vögelchen entgegen. Das muss an dem Wetter sein. Liegen. So, jetzt bist du draußen. Oben? Ja, bist du oben. Warte, dann bauen wir das Loch noch zu. So. Könnte jemand mal eine Fackel setzen? Kommt man da überhaupt hin an das Ding hier? Ah ja. Rennt hier alles? Ah, ich bin ganz draußen. Ich hat hier ein Feuer gesetzt. Nicht. Also. Fackeln wir halt den Wald ab, was soll's. Bam. Ja, der Wald brennt jetzt ab. Der brennt jetzt wirklich. Dann gehen wir. Immer diese Brandstifter. Genau. Die Waldbrandleger waren da. Ah, oh, Hund, bitte. Okay, Wollen wir jetzt aber auch wieder lang genug, sehe ich gerade. Jo, 26 Minuten. Ich kann mal hier schon... Ich würde sagen, wir machen hier gleich Schluss, bringen mal die Sachen nach Hause und gehen dann in den Gastower, oder? Ja, wir suchen uns dann einen, wo noch keiner war. Ich hab einen schon eingefunden. Gut, das heißt also, wir machen hier gleich Schluss und... Suche vor dem Gastower, oder? Ja, genau. Gut, dann vielen Dank an euch fürs Zuschauen. Gut. Vielen Dank an euch fürs Mitmachen. News und Infos gibt es wie immer bei Twitter. Wenn euch gefallen hat, lasst doch bitte einen Daumen nach oben oder ein Abo da und schauen auch mal bei Verona vorbei. Jo, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bis dann, Leute. Ciao. Bye. Tschüss.